Wird Cristiano Ronaldo seine Zelte bei Manchester United nach einer Saison schon wieder abbrechen? Warum gibt es bei Paris Saint-Germain wieder Stress mit Neymar? Und wann reißt der Geduldsfaden vom BVB mit Youssoufa Moukoko? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Der FC Bayern will Cristiano Ronaldo. Mit dieser Schlagzeile hat die spanische Zeitung AS letzte Woche für große Diskussionen gesorgt. Wäre Ronaldo für die Bayern finanzierbar? Würde der Portugiese überhaupt in die Bundesliga kommen? Diese Fragen haben sich viele gestellt, beantwortet werden sie aber nicht. Denn Hasan Salihamidžić hat die Gerüchte direkt dementiert. Nichts ist dran, so die eindeutige Ansage von Brazzo. So ganz stimmt das aber wohl nicht. Denn CR7 wurde von seinem Berater Jorge Mendes tatsächlich bei den Bayern angeboten. Verhandlungen haben aber nicht stattgefunden. Die Bayern planen ihre Zukunft ohne den Superstar. Aber wie geht es jetzt weiter mit Ronaldo? CR7 will in der Champions League spielen. Und er ist nicht glücklich mit den Transferplanungen bei United. Der Club ist zwar an einigen Spielern dran, unter anderem Barcas Frenkie de Jong ist ein Thema. Genau wie Anthony von Ajax und der ablösefreie Christian Eriksen. Noch ist aber völlig unklar, ob nach Trainer Erik ten Hag auch Spieler kommen, die das Team auf ein höheres Level bringen. Und genau das ist der Grund, warum Ronaldo sich nach anderen Optionen umsieht. Sporting Lissabon würde keine Sekunde zögern, den verlorenen Sohn zurückzuholen. Der portugiesische Vizemeister hat sein Interesse hinterlegt. Ein Wechsel zurück nach Portugal kommt für Cristiano zum jetzigen Zeitpunkt aber eher nicht in Frage. Weil Sporting hinter dem FC Porto nur Zweiter wurde in der Liga, ist noch nicht sicher, ob man nächste Saison in der Champions League dabei ist. Sporting muss noch die Qualifikation packen. Planungssicherheit sieht für Ronaldo anders aus. Auch Inter Miami hat sich einen Korb abgeholt. Ronaldo will Europa noch nicht verlassen, erst recht nicht, kurz vor der Weltmeisterschaft. Auch beim FC Chelsea und bei der AS Rom wurde der Torjäger angeboten. Die Italiener haben aber das gleiche Problem wie United. Statt Champions League heißt es nur Europa League bei der Roma. Und auch das Verhältnis von José Mourinho und CR7 ist nicht ganz unbelastet. Heißer ist da schon die Spur zu Chelsea. Besitzer Todd Boehly hat sich mit Jorge Mendes getroffen, um über ein Engagement des Superstars bei den Blues zu sprechen. Der neue Chelsea-Besitzer ist definitiv interessiert. Zumal Romelu Lukaku zu Inter zurückkehren wird. Da gibt es aber einen großen Haken. Ronaldo im blauen Chelsea-Trikot will United unbedingt verhindern. Wie ESPN berichtet, haben die Red Devils ihrem Ausnahmespieler einen Wechsel in diesem Sommer verboten. Ten Hag will Cristiano unter keinen Umständen abgeben. Er will von Ronaldos Ehrgeiz und Torinstinkt profitieren und mit ihm an seiner Seite wieder Titel ins Old Trafford holen. Ronaldo wird dieses Vertrauen guttun. Aber nur wenn United den Kader noch deutlich verbessert, werden CR7 und Berater Mendes ihre Suche nach einem neuen Verein dann auch einstellen. Bis dahin bleibt Ronaldo offen für eine sportlich bessere Perspektive. Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar. Jeder Verein auf dieser Welt beneidet Paris Saint-Germain um seine Offensivabteilung. So richtig gezündet hat in der letzten Saison aber nur Mbappé. Messi war nach dem unfreiwilligen Abschied aus Barcelona weit entfernt von seiner Topform und Neymar hat eine enttäuschende Saison gespielt. Nur 13 Tore in der Liga, kein einziges in der Champions League. In Paris erwartet man viel mehr vom Dribbelkünstler. Kein Wunder also, dass Neymar in diesem Transfersommer wieder einmal eins der großen Themen ist bei PSG. Und die Lage spitzt sich jetzt zu, aber der Reihe nach. Dieses Mal ist es nicht Neymar selbst, der einen Transfer vorangetrieben hat. Den Stein hat Nasser Al-Khelaifi ins Rollen gebracht. Der Präsident von PSG wurde gefragt, ob Neymar ein fester Teil der Planung ist. Statt sich vor seinen Star zu stellen und ihm nach einer schwachen Saison das Vertrauen auszusprechen, hat Al-Khelaifi zurückhaltend reagiert. Der PSG-Boss hat nur geantwortet, dass er in Zukunft nur noch Spieler beschäftigen will, die sich voll mit dem Verein identifizieren und die sich professionell verhalten. Weniger Bling-Bling, mehr Disziplin. So stellt sich der Präsident künftig PSG vor. War das ein Seitenhieb in Richtung Neymar? Der 30-Jährige hat das wohl genau so verstanden. Aus Frankreich ist zu hören, dass Neymar enttäuscht und verärgert ist über die Worte seines Chefs. Zumal in der französischen Presse kurz darauf zu lesen war, dass PSG Neymar keine Steine in den Weg legen würde, wenn ein lukratives Angebot eingeht. Für 50 Millionen Euro darf Neymar gehen. Der Nationalspieler findet das alles gar nicht witzig und soll jetzt aktiv auf Vereinssuche sein. Dabei hatte Neymar seine Zukunft eigentlich fest in Paris geplant. Bis 2025 ist sein aktueller Vertrag noch gültig. Per Option kann Neymar ab dem 1. Juli sogar bis 2026 verlängern. Eine Klausel, die nur er hat. PSG selbst sind die Hände gebunden. Wenn er will, kann Neymar also noch 4 Jahre in Paris bleiben und richtig abkassieren. 30 Millionen Euro überweist PSG jedes Jahr auf das Konto des Brasilianers. Und genau diese Summe ist es auch, die einen Verkauf so schwierig macht. Denn 50 Millionen Ablöse und das riesige Gehalt für einen 30-Jährigen, da winken die meisten Vereine direkt ab. Neymar wurde bei seinem Ex-Club aus Barcelona angeboten. Barca kann sich eine Rückkehr aber überhaupt nicht leisten. Nur Vereine in England kommen als Käufer in Frage.
Manchester United hat das nötige Kleingeld. Bedarf wäre aber wohl nur da, wenn Cristiano Ronaldo in diesem Sommer seine Koffer packt. Das will United aber unbedingt verhindern. Der FC Chelsea könnte über Neymar nachdenken. Die Blues wollen Hakim Ziyech abgeben und auch Timo Werner ist ein Wechselkandidat. Bei Chelsea hängt alles davon ab, ob der neue Clubbesitzer Todd Boehly Neymar in seinem Team haben möchte. Thomas Tuchel würde sich mit Sicherheit über die Ankunft des Technikers freuen. Der Trainer der Blues hatte in seiner Zeit bei PSG ein sehr gutes Verhältnis zu Neymar. Ein anderer Interessent ist Newcastle United. Die Magpies haben das nötige Kleingeld, um Neymar ein wirklich verlockendes Angebot zu machen. Echte Chancen auf eine Verpflichtung hat Newcastle aber kaum. Denn Neymar will sich auf höchstem Niveau in die bestmögliche Form für die WM in Katar bringen. Von diesem Plan könnte auch PSG profitieren. Denn ein Neymar in Topform ist doch immer einer der besten Spieler der Welt. Und mit Mbappé und Messi könnte der Dreiersturm in seinem zweiten Jahr doch noch die extrem hohen Erwartungen erfüllen. Will man in Paris ernsthaft auf das Trio setzen, sollten die Bosse und Präsident Al-Khelaifi schnellstmöglich dafür sorgen, dass Neymar sich wieder geliebt fühlt. Ansonsten droht die nächste Seifenoper auf dem Transfermarkt. Und das würde Neymars Leistung ganz sicher nicht beflügeln. Noch unklarer ist die Zukunft von Youssoufa Moukoko. Denn der Vertrag des Ausnahmetalents beim BVB läuft in einem Jahr aus. Und noch immer ist nicht klar, was Moukoko plant. Schon in jungen Jahren hat sich gezeigt, dass die Borussia da einen ganz besonderen Spieler in ihren Reihen hat. Moukoko hat bei den Junioren alles kurz und klein geschossen. Seine Torquote war beispiellos. Dann wurde er im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen Dortmunds jüngster Bundesliga-Torschütze. Moukoko hätte dann aber gerne öfter gespielt. Verletzungen und die harte Konkurrenz beim BVB haben das verhindert. In der Bundesliga hat Moukoko in der letzten Saison nur einmal von Beginn an gespielt. Der Vizemeister würde gerne mit Moukoko verlängern. Der lässt sich aber alles offen und hat noch keine Entscheidung getroffen. Für eine Leihe müsste der Stürmer erstmal einen neuen Vertrag in Dortmund unterschreiben. Das lehnt Moukoko bislang aber ab. Es muss also eine Grundsatzentscheidung getroffen werden. Entweder der U21-Nationalspieler sieht seine Zukunft beim BVB und verlängert, oder er will nach einer sehr erfolgreichen Zeit in der Jugend bei den Schwarz-Gelben woanders sein Glück versuchen. Nach einem neuen Club müsste ein Talent dieser Kategorie jedenfalls nicht lange suchen. Für was sich Moukoko auch entscheidet, der BVB will jetzt wissen, woran er ist. Langsam aber sicher reißt der Geduldsfaden, mit dem 17-Jährigen in die nächste Saison zu gehen und ihn weiter aufzubauen, ohne dabei eine Perspektive zu sehen. Das kommt für Dortmund nicht in Frage. Die klare Ansage lautet, verlängern oder verkaufen. Trennen sich die Wege, dann soll das so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden. Der BVB will genug Zeit haben, einen Käufer und einen Nachfolger für Moukoko zu finden. Der Youngster muss jetzt die alles entscheidende Frage für sich beantworten. Sieht er seine Zukunft bei seinem Ausbildungsklub? Die Voraussetzungen sind nicht einfach. Der BVB wird Sebastian Allaire als Nachfolger von Erling Haaland holen. Außerdem hat man 30 Millionen Euro für Karim Adeyemi ausgegeben. Moukoko müsste also zunächst einmal mit guten Leistungen im Training um seine Spielzeit kämpfen. Schon bald werden wir wissen, ob er sich dieser Herausforderung stellen wird oder ob es noch in diesem Sommer einen Transferpoker um eines der größten Sturmtalente geben wird. Das waren wieder unsere aktuellen Kick-News. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare und schaut euch auch unsere anderen Videos an.